Denn wer an die Gegenwart, das ist ja ein Teil der Aqida, dass man an die ständige Gegenwart und die Präsenz Allah Ta'alas glaubt, und wer das verinnerlicht und auslebt, der kann nicht anders, als geradlinig zu leben. Grundsätzlich begeht ein Mensch nur Sünden, das haben wir mal erwähnt gehabt. Ein Mensch, der Iman hat, ein Mensch, der eine gewisse Aqida in sich trägt, zum Beispiel die Aqida der Präsenz Allah Ta'alas, er kann eigentlich keine Sünde begehen, es sei denn, in den Momenten, in denen dieses Bewusstsein aus seinen Augen schwindet, aufgrund Beschäftigung oder Ablenkungen. Aber solange dieses Bewusstsein da ist, kann ein Mensch keine Sünde begehen, oder? Außer ein Kafir. Deswegen sagte Ibn al-Jawzi einen ganz interessanten Satz. Er sagte, wäre nicht die Rafla da, wäre nicht diese Ablenkung, diese Bewusstlosigkeit, wären die Sünden Kufr. Wisst ihr warum? Weil das in diesem Fall iblisische Sünden wären. Wie bei Iblis. Das heißt, mit vollem Bewusstsein und voller Willkür sich widersetzen. Oder? Wenn jemand diesem Fakt, also diese Realität vor Augen hält und trotzdem mit Willkür absichtlich sündigt, um sich zu widersetzen, das ist Kufr. Aber der Mensch, ein Mu'min, begeht eine Sünde nicht in diesem Zustand. Er begeht sie im Zustand dieser Bewusstlosigkeit. Er ist sich dessen nicht bewusst in dem Moment, in dem er das tut. Deswegen bedauert er es auch, nachdem er es getan hat, nachdem dieser Nebel verschwunden ist. Die Aqida entwickelt zwar einen Charme vor Allah Ta'ala, wie ich am Anfang gesagt habe, dass man, wenn man sich der Gegenwart Allah Ta'alas bewusst ist, Gegenwart seines Wissens, seines Hörens und so weiter, entwickelt man einen gewissen Charme. Aber man entwickelt auch einen gewissen Charme durch das Bewusstsein über die Gegenwart, beispielsweise der Malaika. Oder? Allah Ta'ala sagt, über euch sind ehrenvolle Schreiber. Wenn man sich dessen bewusst ist, entwickelt man auch einen gewissen Charme. Deswegen sagten einige der Salaf, also in Bezug auf die Zunge, er sagte, sprich, sag, was du sagen willst, oder sprich aus, was du sprechen willst. Schließlich ist es dein Buch und du diktierst, was geschrieben wird. Wenn man sich dessen bewusst ist, wird man sich versuchen, ein wenig zu zügeln.